Willkommen zu einem erneuten Video. Heute analysiere ich Citys neuen Sechser Rodrigo. Er wechselte diesen Sommer für ca. 70 Millionen von Atletico Madrid nach Manchester, wo er Fernandinho ablösen soll. Rodrigos Spielstil ähnelt dem von Busquets. Er spielt gute Pässe und gewinnt sehr viele Zweikämpfe. Dies macht ihn zu einem wichtigen Spieler für die Sky Blues. Im Spielaufbau bildet er eine Diamond-Formation mit Bravo oder Ederson im Tor, dann mit den beiden Innenverteidigern und mit Rodrigo als Sechser. Somit hat man eine 4 gegen 2 oder 4 gegen 3 Überzahl. Jetzt kann man den Ball ganz einfach laufen lassen. Rodrigo bietet sich immer wieder hinter dem Stürmer oder hinter beiden Stürmern an, sodass er immer wieder in einer offenen Position angespielt werden kann. Das ist sehr wichtig, denn Rodrigo ist der zentrale Mann im Mittelfeld vor den Offensivakteuren. Er soll dann das Spiel nach vorne treiben und die Pässe hinter die Lücken spielen, worauf wir auch noch zu reden kommen werden. Wenn er allerdings in Manndeckung genommen wird oder nicht anspielbar ist, dann ist immer noch ein City-Verteidiger anspielbar und so können sie dann das Spiel weiter fortführen. Außerdem ist er immer wieder anspielbar, wenn die Außenverteidiger in Ballbesitz kommen. Dann bietet er sich so an, dass er anspielbar ist. Wenn er, wie gesagt, nicht anspielbar ist, dann sucht er sich einen anderen Weg bzw. läuft dann eben so hin, dass er anspielbar ist. Selbst unter Druck bleibt Rodrigo meistens am Ball. Damit hilft der City enorm, da er kaum einen Ball verliert. Auch in dieser Ansicht ähnelt er Busquets, denn wenn er mal einen Ball bekommt, dann ist er kaum, dann verliert er ihn kaum. Er ist super im Dribbling. Wenn er dann von mehreren Spielern angegriffen wird, kann er sich immer aus Situationen ganz schnell befreien. Dann passt er entweder den Ball zurück zu einem Verteidiger oder dreht sich geschickt mit einem Move raus. Wenn ihr Rodrigo noch nicht kennt, unten ist ein Video zu ihm in der Videobeschreibung, damit ihr ihn mal abchecken könnt. Er ist ein wirklich sehr guter Spieler. Wie gesagt, entweder er dreht sich raus und lässt somit den Gegner ins Leere laufen oder er spielt einen einfachen Pass zurück zu seinen Verteidigern. Eine weitere Stärke von Rodrigo sind seine Zweikämpfe. Kaum ein Zweikampf geht ihm verloren. Er ist der Mann für die Drecksarbeit. Außerdem stoppt er viele gegnerische Konter, was sehr wichtig für Citys Spiel ist. Das Ganze hier einmal erklärt. Wenn der Gegner einen Konter fährt, was in der heutigen Fußballwelt sehr oft der Fall ist, dann ist City meist aufgerückt und bietet Platz auf den Außen. Hier kommt dann Rodrigos Rolle ins Spiel, denn City will natürlich kein Kontertor kassieren. Also City aufgerückt und verfehlt vielleicht ab und zu mal das Pressing, so wie jetzt hier in dieser Situation, dann ist Rodrigo hinten der Scheibenwischer, der das Spiel aufsaugt und den Ball stoppt. Der Ball kommt also jetzt zum Zehner und jetzt ist Rodrigo sofort an seinem Mann dran und durch seine Zweikampfstärke kann er die meisten Zweikämpfe gewinnen, gewinnt jetzt also hier den Zweikampf und kann dann das Spiel weiter fortführen und somit hat Man City dann eine gute Kontersituation. In den letzten Saisons hat Fernandinho noch diese Rolle übernommen. Damals hat er sehr viele taktische Fouls begangen, was unter Rodrigo weniger werden dürfte. Denn er gewinnt sehr viele Zweikämpfe mit fairen Mitteln. Also ist er hier der Mann für die Drecksarbeit, was damals Fernandinho gewesen ist. Außerdem ist er, wie gesagt, sehr gut bei Pässen, worauf wir aber jetzt gleich zu sprechen kommen. Rodrigos Passspiel ist sehr gut. Er kann kurze wie auch lange Pässe spielen. Gegen die Spurs hatte er eine Passgenauigkeit von 98,3%, was sehr stark ist. Hier wieder der typische Spielaufbau von City. Wieder die 4x-Formation mit der 4 gegen 2 Überzahl. Somit kann Rodrigo sich also freispielen und den Ball behalten. Wie gerade erklärt, Rodrigo verliert kaum einen Ball. Jetzt kann er Pässe zwischen die Ketten spielen, worin er sehr gut ist.
Er kann Pässe zwischen die Ketten spielen, er kann Seitwärtspässe spielen. Wie gerade erklärt, kann er natürlich auch sichere Pässe zurückspielen und er kann auch lange Pässe hinter die Viererkette spielen, was sehr wichtig ist für Spieler wie Sané oder Sterling. Er kann also auch diese langen Pässe auf die Außen spielen, damit City das Spiel breit machen kann. Wie ihr gerade gesehen habt, hatte Rodrigo gegen die Spurs eine Passgenauigkeit von 98,3%. Er hat kaum einen Fehlpass gespielt, was für City natürlich extrem, extrem wichtig und gut ist, denn so können sie kaum einen Ball verlieren. Er ist ein sehr guter Sechser, mit guten Pässen und starken Zweikämpfen. Meiner Meinung nach kann er diese Saison ein wichtiger Spieler werden. Schreibt eure Meinung zu Rodrigo in die Kommentare. Meiner Meinung nach ähnelt er, wie gesagt, sehr Busquets und hat sehr ähnliche Veranlagungen. Er ist sehr gut mit dem Ball und kann aber auch gute Pässe spielen und hat Monster-Zweikämpfe, wie ich ja gerade schon erklärt habe. Schreibt wie gesagt gerne unten eure Meinung zu Rodrigo in die Kommentare. Das soll es vom heutigen Video gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Hey,